alles nochmal machen. Außerdem waren alle meine Freunde tot. Elysium war abgestürzt. Und ich habe Deponia in die Luft gesprengt. Entsetzlich. Ein Bild des Grauens. Ich mit einem Kotzbalken. Das ist schon kurz nach neun. Wie lange geht denn das eigentlich noch? Ist ja alles wieder wie vorher. Ich kann es kaum erwarten, meinem Schnucki-Hasi Toni davon zu berichten. Ach so, stimmt, du warst zwischenzeitlich weg, das stimmt ja. Okay, verdammt. Die Knickerfolie aus dem Postbüro. Was hatte ich damit noch gleich vor? Ach egal, ich lasse sie einfach hier, bis mir wieder eingefallen ist, wofür ich sie brauche. Natürlich. Sauber. Während ich geschlafen habe, hat sich der Ballon... Nein, das ist nicht der Trivial. Jetzt muss ich nur noch die Flamme einstellen und dann... Elysium, ich komme. Toni wird Augen machen. Ich sollte schon mal ihre Kristallgläser verstauen. Nicht, dass da noch irgendeine Ecke abbricht, ne? Auf nach... Hä? Was ist denn jetzt? Ah, verdammt, der Ofen ist ja noch aus. Wie dumm von mir. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Außerdem wollte ich doch tot. Ja, das wollten wir. Stimmt. Das Letzte, was ich an meiner Mongolfiere brauche, ist... Oh, das kennen wir alles schon. Nein, Rubberjack. Nein, stopp. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. In meinem Traum war es genauso. Ich hatte die Knickerfolie vergessen. Keine Hoffnung. So ist letztlich alles in die Brüche gegangen. Toni ja, ganz war so genau. wütend, dass wir uns schließlich getrennt haben. Ja. Huch, was ist denn jetzt passiert? Und das Organon aufgedeckt und eine Revolution gestartet. Memo an mich selbst. Vor dem Einschlafen nicht mehr am Gummierstift lutschen. Okay. Steht davor hier? Raus. Diese Zukunftsvisionen haben was. Ich sollte Prophet werden. Tati, tata, lassen Sie mich durch. Ich bin Prophet. Das ist so ein Drops. Nein, 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 mach das nicht. Sie können ja nicht parken. Dieser Schabernack war in meiner Vision nicht vorgesehen. Stopp, stopp, stopp. Was? Du willst doch jetzt nicht etwa die ganze Geschichte von vorn erzählen. Aber darum geht es doch. Oh Gott sei Dank. Jetzt, da ich den Stromumkehrer in das Gedankendingsbums geköpft habe, kann ich mich an alles erinnern. Moment, ich bin verwirrt. Hast du nicht eben noch erzählt, du hättest verfehlt? Hab ich ja auch, du Hohlkopf. Und zwar all die anderen zigtausend Male, an die ich mich jetzt wieder erinnere. Aber eben habe ich getroffen. Hast du nicht die krassen Spezialeffekte gesehen? Was denkst du, warum ich so alt aussehe? Hm? Da war ich wohl abgelenkt. Was? Der Stromumkehrer hat die Wirkung des Schi-Blux. Shin-Schumer-Klux. Das Gedankenleser ist invertiert. Anstatt zu vergessen, erinnere ich mich jetzt an alles. Erinnerungen an über 100 Jahre der immer gleichen Geschichte. Denkst du etwa, deine Haut würde das besser wegstecken? Das ist doch ein Trick. Fauler Budenzauber. Nichts weiter. Sehe ich so aus, als würde ich tricksen? Ratatatatat. Ich hab Gicht, Mann. Wir haben das Problem komplett unterschätzt. Wir haben es nicht nur mit einer Schleife zu tun. Die Zeitschleife, die ihr mit dem Chrono-Car erzeugt habt, war nur eine kleine Schleife innerhalb einer viel größeren. Und diese größere wiederum hat zwei Schlaufen, von denen die eine viele weitere Schleifen hat. Erst am Ende der zweiten Schlaufe beginnt die große Schleife von neuem. Wovon faselt der Opa? Ich glaube, ich weiß, was er meint. Es ist wie bei einem Pizzakarton, den man in der Mitte faltet, um dann mit einem Stift... Ach, Unsinn, kein Pizzakarton. Es ist eigentlich ganz einfach, nur eben inkompliziert. Das alles hier ist bereits viel tausendfach passiert. Zu oft, um es zu zählen. Und wenn ihr jetzt noch einmal mein Gehirn lasert, wird es wieder und wieder passieren.
Ich und Goal, also Goal und ich, werden Deponia retten. Ich werde fallen. Sie wird versuchen, mich aufzufangen. Ihr werdet das Kabel kappen. Goal wird sterben. Ich werde die Welt in die Luft jagen. Goal und ich werden auftauen und die Zeit zurückkurbeln. Dann ist alles auf Anfang. Und ich werde mehr Chronicle kennenlernen. Timepod klauen, Future Goal aus der Zukunft retten, von Elysium absprengen. Und nachdem wir über den halben Planeten und durch die Zeiten gehetzt sind, sitzen wir am Ende doch wieder hier. Einziger Unterschied? Dieses Mal habe ich mit dem Stromumkehrer getroffen. Und daher weiß ich, das hier ist unsere einzige Chance, den Kreis zu durchbrechen. Ach ja? Und wie willst du das anstellen? Du siehst so aus, als könntest du nicht mal einen Cracker durchbeißen. In diesem alten Gehäuse steckt noch mehr Wind als in deiner ganzen Hose, du Grünschnabel. Ich habe einen Plan. Zuerst müssen wir ihm da das Gehirn löschen, was keinen großen Unterschied machen wird. Hey! Einer muss ja schließlich dafür sorgen, dass Deponia gerettet wird. Sobald er wieder ahnungslos im Ballon schlummert, ist die Zeit reif. Für ein weiteres, brillantes Rohfußmanöver. Na super. Hast du noch mehr solcher Ideen? Bitte, was? Wer sind Sie denn? Der, oh, wir sind jetzt in Ark, habt ihr das gesehen? Du hast unser Umux ein für alle Mal zerstört. Und die Zeitschleife existiert nach wie vor. Irgendwo. Warum in der ist in diese Kokosnuss oder was ist immer auch? Wieder. Tja, immer schön wär's. Da wir euch nicht eingefroren haben, wird dieses Mal auch niemand die Zeit zurückkurbeln. Der alte Rufus wird Deponia sprengen. Und das war's dann. Oh. Naja. Immerhin ist es nicht dasselbe dämliche Ende wie vorher, was? Freut euch nicht zu früh. Rufus? Wie jetzt? Noch einer von der Sorte? Welcher Rufus bist du nun wieder? Ich bin der Rufus, den ihr auf Elysium zurückgelassen habt, ihr Vollnasen. Das ist unmöglich. Wir haben dich beseitigt, bevor wir uns um Future Goal gekümmert haben. Habt ihr? Natürlich. Er hätte doch sonst nur wieder die andere Goal aufgehalten. Aber... davon hattet ihr gar nichts erwähnt. Sie kennen ja auch nur die halbe Geschichte. Was? Scheibenkleister! Hey, wer ist da? Zimmerservice, okay? Aha. Oh nein, ernsthaft? Wirklich? Nochmal? Was? Irgendwas ist anders. Entschuldigung. Ich komm nicht drauf, was? Es ist der berühmte Elefant im Raum. Dachtest du wirklich, du könntest einfach so unser rechts Umwuchs oben stehen? Meine ich doch. Falsch. Entschuldigung, gedacht. Rechts du oben. Du gehörst nicht in diese Zeit. Wir werden dich entfernen müssen. Ach ja? Dazu müsstet ihr mich erstmal fangen. Hey, stopp! Sebastian, schönen guten Tag. Was zur, was ist denn das jetzt? Oh, entschuldigt. Hä? Ich sagte, stehen bleiben! Du kannst deinem Schicksal nicht entfliehen, auch wenn es ein umständliches Kostüm trägt und darum leicht aus der Puste kommt. Aha, na, das werden wir ja sehen. Ja, Terminal? So, jetzt bist du dran! Goal! Goal, bitte kommen! Was tust du da? Wegrennen? So. Jetzt bist du dran. Ziegenmilch? Und weiter. Versteck dich, schnell! Da draußen läuft ein wilder Elefant frei herum. Ich weiß, er ist direkt hinter mir. Oh nein, halt mich fest, Tanner. Solange wir uns lieben, haben wir... Oh, sind die zwei eklig. Und weiter. Stopp, stopp! Versteck dich, schnell! Da draußen. Ich weiß... Oh nein! Solange... Stopp! Stopp! Ich komme hier nicht weg. Ich bin in einen Splitter getreten. Ich kann euch langsam nicht mehr ernst nehmen. Das solltest du aber. Wir werden dich zerstampfen wie eine Nushu-Nushu-Milbe. Nur einen Schritt weiter und schaffst du das auch. Bevor wir dich aus diesem Zeitkontext geschossen haben? Gute Frage. Vermutlich eher nicht. Puh,
Ist das anstrengend? Ich habe dir gesagt, wir sollten öfter mal joggen. Keine Nägel, keine Zähne. Nein, hierfür brauche ich keine. Ich habe dir gesagt, wir sollten öfter mal joggen. Aber eine kleine Verschnaufpause kann trotzdem nicht schaden. Aufmachen! Hier spricht der Kontrollrat! Bringen Sie sich in Sicherheit, Ulysses! Da draußen läuft ein wilder Elefant vor. Das merke ich! Ich weiß! Er ist direkt hinter mir! Oh nein! Halt mich fest! So lange wie um... Die zwei! Eine kleine Verschnaufpause kann trotzdem nicht schaden. Kann ich jetzt wieder da rein? Ich kann hier rein, okay. Und habe jetzt nur irgendwie begrenzt Zeit für was auch immer. Mit die Vasen wollte ich, aber mir gehen auch. Und solange ich vor. Oh, Hoppla. Ups. Entschuldigung. So viele Uhren. Warum habe ich nur das Gefühl, dass sie. Egal. Bauchgefühl ist. Ich habe nur begrenzt Zeit für X. Für was auch immer. Nee. Ohne Werkzeug kann ich dieses Bauchgefühl direkt zum Hintereingang rauslassen. Was hier ist ein loses Pendel, lass mich da ran. Na sowas, hier ist eine Nische, aber sie ist leer. Sie ist leer. Ganz toll. Ins Timepod. Okay, gut. Knopf, das Spiel kennen wir schon. Auswahl ist nicht, ne? Das ist ja mal eine dünne Auswahl. Alles klar, es gibt offenbar nur ein einziges. Ja, los. Nichts wie weg hier. Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Eine Art Wegfahrsperre? Das ist nicht dein Ernst. Wo denn? Wie Wegfahrsperre? Verdammt! Bringt das was? Mit der Kohlenzange? Nein, das bringt überhaupt nichts. Okay, alles klar. Und nun? Okay, das wird mir nicht helfen. Verdammt, die Milch! Bringt die Milch was? Nein? Ich habe keine Ahnung. Huch, was ist das denn jetzt? Nichts wie weg hier. Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Eine Art Wegfahrsperre? Ja, da war doch aber gerade irgendwas. Was ist das da? Ist doch aber gut. Ah. Was? Hey, das hier sieht genauso aus wie das erste Menü. Interessant. Magnum, nicht spoilern. Das ist nicht okay. Fred, sehr schön. Nee. Nichts. Okay. Immer dasselbe. Oh. Ach, ich wusste doch, dass ich es ohne die Gebrauchsanleitung schaffe. Hey. Ups. Stopp. Wo willst du hin? Sag ich nicht. Und weg. Was? Nanu, das hier ist doch nicht die Zwischenzeit. Ich muss direkt durch ein zweites Portal gerauscht sein. Mini-Goal. Ach, du dicker Vater. Das hier ist Goals Zeit. Mach dich zu einem Lärm da unten, junges Fräulein. Du weißt doch, Ungehorsam führt zu Chaos. Chaos führt zu Müll. Und Müll führt zu Deponia. Er hat sich gerade davon disqualifiziert, seine hypothetischen Enkel übers Wochenende aufzunehmen. Eine Baby-Goal. Oh Gott, was mache ich denn jetzt? Hey, die Telebuddies. Oh Gott. Das wäre um ein Haar meine Lieblingsserie gewesen, aber die Synchronstimme von Stinky Winky konnte ich nicht leiden. Eine Woche lang habe ich geheult und mit Brei um mich geworfen. Wir haben für irgendwas wieder nur begrenzt Zeit, aber ich will das hören. Goal scheint es auch zu gefallen. Ich hoffe, sie sitzt nah genug, um alles zu erkennen. Agugu, welches brave Kleinkind gibt dem Onkel Rufus seinen leckeren Lolli? Stinky Winky! Fast richtig! Oh,
Wie denn? Bestehst du etwa immer noch auf diesem langweiligen Buch? Du hast doch jetzt Stinky Winky. Ach, das gibt's doch nicht.